Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier bei Blut, Frost und Tod, eines meiner Lieblingsmonolithen. Und wir haben jetzt gerade hier ein Rüstungsecho mit einer Chance auf ein einzigartiges und cooles Item. Denke ich mal, also ja, sind einfach diejenigen, die wahrscheinlich sehr selten sonst droppen, hier möglich. Ich dachte aber, also es gibt wahrscheinlich zwei. Ich dachte eigentlich, es gibt von jedem Ausrüstungsgegenstand oder Ausrüstungslot ein Echo. Also ein Monolith, nur das Echo vorkommt, genau so. Und jetzt habe ich hier aber auch Rüstung, obwohl beim zweiten Echo rechts die dunkle Sonne auch eigentlich ein solches Echo sein soll. Oder ist dort einfach die Chance höher auf diese eine Golem-Rüstung? Aber es gibt kein Unicorn-Set-Rüstungsecho dort. Ich glaube, so ist es. Aber auf jeden Fall könnte man hier vielleicht auch diese Rüstung endlich bekommen. Das ist eine der einzigen, ja, häufigeren Rüstungen, die ich noch nicht habe. Es gibt ja noch die Runenmeister-Rüstungen da, die sehr selten sind oder einfach ich auch wieder nicht gefunden habe. Die Blitzrüstung ist, glaube ich, nicht Runenmeister, sondern Sorcerer-Rüstung. Mit Spark und so. Es gibt ein paar Sachen, die müssen wir einfach noch irgendwie finden. Und das Random, das Glück, oder? Ja. Das existiert bei mir ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl. Also es gibt schon Szenen, da finde ich wirklich etwas gar nie. Es gibt Szenen, aber da finde ich Sachen, wo sehr selten sind, mega häufig. Also ich kenne es vor allem noch aus Diablo 2 Zeiten, habe ich mega seltene Sachen gefunden. Und meine Freunde waren so neidisch auf mich. Aber ich war auch natürlich neidisch auf die, weil die manche Sachen, die ich brauchte, hatten. Und dann mehr sehr, sehr teuer verkauft haben und so weiter. Also es ist, bei mir ist Glück nicht gerade so, dass selten halt auch selten heißt. Vielleicht bin ich glücklicher damit. Also in der Chance, oder? Aber kann auch sein, dass es eben für mich gar nicht so toll ist, oder weil ich einfach das falsch finde. Habt ihr ja gesehen, ich konnte viele Builds einfach nicht mehr weiterspielen. Ich hatte das Glück nicht und die Zeit nicht zu farmen, oder ich kann nicht endlos farmen, bis endlich mal etwas kommt, was einfach so geringe Wahrscheinlichkeit hat oder einfach gar nicht droppt, erst viel später und so. Das ist halt das Problem, dass in Last Epoch auch sehr viele Sachen viel zu sehen sind. Man einfach nicht gerade die Bilder ist. Ja, okay, es ist gut, wenn man halt auf Mana geht, aber sonst echt nicht. Frage ich sie nie. Nur wegen dem Mana. Nur wegen dem Mana. Aber Mana-Regeneration ist halt schon ein ziemlich wichtig. Jo. Hier haben wir 7 Verderbnis, okay. Ich bin gerade am Schauen, ob ich da dann gleich mal corrupten kann. Oder einfach zuvor noch ja, corrupten oder nicht empowern. Ich werde es aber nicht machen. Also es ist egal, wie weit wir jetzt hier nach Norden kommen oder so. Wir müssen ja oben den Balken füllen und dann der Boss wieder besiegen. Ja, im letzten Part habe ich ein bisschen etwas, ja, berichtet, was es halt einfach heißt, oder? Diese Werbungszwänge, diese Menschen, die nicht viel denken und dann viel Falsches machen und halt, dass nicht alles so geholfen und besser wird, wenn man halt unterstützt und spendet. Aber man sollte viele Sachen halt selber machen. Ich würde gerne wirklich um die Welt fahren und den Leuten helfen. Mit meinem Geld, das ich nicht habe. Ich bin immer ein perfekter Sparer, aber ja. Ich muss trotzdem immer wieder sehr viel Geld ausgeben, weil einfach die Leute. Ah. Ja, man muss immer sehr viel bezahlen. Was eine Unterstützung langsam einfach. Ja, kostet. Ich habe sehr viele Krankheiten. Ich bin schwer krank und
Es will niemand mich richtig unterstützen oder sagen, ja, okay, jetzt machst du mal kurz das und das für den Herr Basler. Nee, machen sie nicht. Und wenn du so eingesperrt bist mit einer der schlimmsten Krankheiten auf dieser Welt, dann fühlst du dich natürlich auch nicht so gut. Oder? Dann fließt du auch besser auf deinen Kanal auf YouTube, wo du die Schmerzen auch ein bisschen vergessen kannst und die Lähmungen zwischendurch und die Unkonzentration ein bisschen weniger hast, weil du dein Gehirn sozusagen mit diesen Schmerzen noch aufwendig ja, benutzen musst, oder? Meine Nervenkrankheit ist eigentlich genau das, was du eigentlich bewegst. Also Nerven, das ist die Bewegung, oder? Sonst spürst du ja nichts, sonst bist du ja gelähmt. Und wenn die Nerven durch meine Krankheit eben so müde sind, dann hören sie auf zu... Also sie machen zuerst sehr viel Schmerzen und dann hören sie einfach auf zu fühlen. Und dann kannst du Sachen nicht mehr bewegen. Du kannst dein Gehirn auch nicht mehr überall benutzen, in jedem Hirnareal und so Sachen. Und dann bist du entweder ganz ruhig, weil du einfach nichts mehr machen kannst. Oder du bist einfach bewusstlos, gelähmt oder so. Und das führt dazu, dass du eigentlich sehr viel Zeit verlierst in deinem Leben. Weil du einfach irgendwann nicht einkaufen gehen kannst, nicht mal kurz mal waschen gehen kannst. Du musst immer warten, bis es endlich geht. Und dann ist es 2 Uhr morgens. Und du möchtest einkaufen gehen. Kannst du aber nicht, weil in der Schweiz keine Läden offen sind in der Nacht. Also ganz kleine oder ganz am Bahnhof in Basel oder so. Ich glaube, die sind nicht mal in der Nacht auf. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, jo, du bist einfach sehr eingeschränkt. Und bekommst nicht mal ein bisschen Hilfe von einem Mensch, der komplett gesund ist und Geld verdienen möchte oder so. Nee, sie tummeln lieber irgendwo herum, wo sie nicht helfen müssen, sondern nur Geld verdienen müssen. Und das ist schon irgendwie ziemlich hart, oder? Jetzt haben so viele Leute in Deutschland, Norddeutschland, diese Überschwemmungen und es wird ihnen kaum geholfen. Ich habe jetzt wirklich noch keinen einzigen Spendestream oder so gesehen für diese Leute, oder? Das ist ja so heftig. Auch in der Schweiz, so Lawinen und so. Es wird für den Krieg gespendet. Also für die Kriegsopfer. Denen wird gespendet. Und die können jederzeit mit der nächsten Rakete wieder sterben. Also sterben. Nicht wieder sterben, nein. Aber sie können sterben. Und das ist halt so eine Sache, oder? Wie tut man eigentlich das Geld, was man überzählig hat oder einfach gern spenden will, dann einfach spenden? Also ich weiß es nicht. Deshalb mache ich auch nicht so diese Spenden. Ich habe ja sowieso zu wenig Geld. Ich bin ja selber ein Spendefall. Aber ich will nicht 99% denen geben, die dir die Werbung machen oder das aufrufen. Nee, ich will den Leuten, die es wirklich brauchen, spenden. Das ist die Sache. Aber es machen trotzdem viele Menschen. Und deshalb wollen auch immer mehr Leute das sagen, oder? Sie spenden jetzt, sie machen eine Spendeorganisation auf. Aber die Leute, die das dann wirklich auch bekommen sollen, die bekommen es einfach nicht genügend über. Sehr wenig. Und das ist immer so. Ich habe es mehrmals schon gesehen, wie sie Leute hin... Also eigentlich ja, verarschen. Und was machen Spieleentwickler? Ja, sie machen weitere Spiele, die noch mehr Geld verdienen lassen. Oder was machen Politiker? Ja, sie machen Krieg mit anderen. Sondern zu spenden. Also wieso sollen denn Leute, die schwer krank sind und kein Geld haben, spenden? Sie können ja nicht. Es kostet halt auch so viel, bis endlich mal geholfen wird. Aber es dauert zu lange, oder? Ja, ich möchte gerne, ich kann nicht.
Und ich hinterfrage es halt auch. Und vor allem, was habe ich dann davon, wenn noch viel mehr Menschen dann auch überleben oder es ihnen dann viel besser geht, wenn es dann wieder sehr viel schlechter geht, oder? Also, ich würde lieber Tieren spenden, also für Natur spenden als für Menschen. Aber das ist ja auch wieder die Sache, es kann ja immer wieder irgendwas falsch laufen im Hintergrund und so. Ja, man weiß gar nicht, was man mehr machen soll. Man möchte helfen, aber kann nicht helfen. Weil es auch zu viele Leute gibt, die halt etwas dagegen unternehmen, beziehungsweise einfach alles wieder schlechter machen. Und ja, man kann halt auch nichts umkehren, beziehungsweise einfach verhindern damit, sondern nur helfen. Und das mit so viel Geld meistens. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich extrem bekannt wäre, könnte ich vielleicht ein paar Leute wirklich dorthin organisieren und die machen alles richtig. Die bekommen einfach von mir dann wieder ein bisschen mehr Geld oder so. Aber ja, was ist denn schon Loyalität, wenn so viele Leute einfach unloyal sind oder einfach sehr viel Elend machen? Oder es eben in der Politik halt immer Krieg gibt von den Fraktionen her und alles Mögliche. Lol, dieser dicke Gegner ist wieder belebt worden. Aber schnell wieder gestorben. Ja, ich weiß ja nicht. Man muss doch so eine Art Team werden und sich gegenseitig besprechen. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, was am besten wäre. Fackel des Brandstiftes, das ist cool. Hätte ich auch gerne, habe ich nur 20.000 Mal schon bekommen. Einmal habe ich sie im Lager. Und noch ein Plagiat, also zweimal. Und das Plagiat ist einfach sehr schlecht. Und das, was ich immer verwende, hat irgendwie 25% Chance, ist das Maximum. Ich glaube, das ist noch nicht ganz Maximum, aber immerhin sehr OP am Anfang. Das arme Item hat einfach nur einen Wert mehr bei Drogenbasis. Okay. Das ist abgesagt. Also hier muss man eigentlich immer runter und dann nach rechts. Da ist noch ein Schrein, aber bleibt da ich dann. Ja, ich gehe dann wieder rechts. Ja, wenn man einfach mehr machen könnte, mehr besser machen könnte, anderen auch zeigen könnte, dass eigentlich Gutes besser ist, dass irgendwie, ja. Vielleicht ist dem Menschen einfach nicht wohl, dass er nicht so gut sein kann, also nicht so effizient sein kann. Er möchte ja noch mehr Geld haben, er möchte ja noch mehr Elend sehen oder so. Das ist auch nicht wieso. Aber scheinbar schauen Leute viel zu viele Filme oder lesen zu viele Bücher über so Sachen. Oder Games natürlich, aber. Wieso ist man eigentlich unfair und schlecht oder? Vor allem auch politisch unkorrekt. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, egal in welche Partei oder so du gehst, es ist alles falsch. Also entweder du müsstest alle sein oder du müsstest gar keine Partei angehören. Aber irgendwie muss es doch positiver gehen, oder? Aber scheinbar geht das ja schon, seitdem ich auf der Welt bin, eigentlich nie positiver, sondern immer irgendwie, ja, es ist immer etwas los, als würde das eine elende Comedy sein. Und es gibt halt einfach zu viele Länder, denen es echt schlecht geht und die werden von den
ja, von der Schweiz zum Beispiel gar nicht mal so unterstützt, oder? Weil wir so reich sind in der Schweiz, also nicht ich oder so, sondern diejenigen, die noch mehr Geld haben, könnten doch irgendwie so ein bisschen Geld spenden, also Geld, ja, vom Staat sozusagen dafür benutzen, oder? Dann hätten die Reichen wieder ein bisschen weniger Geld, weil sie es ja nicht brauchen. Und dafür haben andere Länder wieder ein bisschen mehr Geld und so. Es gibt zum Beispiel so Karibikinseln und Pazifikinseln, die sehr, sehr arm sind. Die bekommen von niemandem Unterstützung, weil ja auch die Reisen dorthin auch sehr lange sind. Und ja, hat niemand auf die geschaut, sondern nur auf die größeren. Dann gibt es ja auch in Europa recht arme Länder. Aber ja, im Grunde genommen macht der Mensch einfach viel zu wenig. Es sollte leichter gehen, Leute zu unterstützen, die es wirklich brauchen. Also, ja, die vor allem für diejenigen, die es nicht wollen, die zu geizig sind oder so. Sollte es einfacher sein, ja, halt auch mal etwas Gutes zu tun, als immer nur Schlechtes. Nur zu protzen. Es wurde ja auch schon lange gesagt, es wird mal eine Steuer für Kinder geben, also wenn man zu viele Kinder auf die Welt setzt. Oder wenn man raucht oder halt irgendwie Auto fährt, egal ob Elektro oder Ding, Benzin oder Diesel. Und ja, was Sachen macht, die jetzt nicht unbedingt so gut positiv sind. Aber es wird nie durchgesetzt. In der Schweiz war lange einfach so der Pflegenotstand. Sehr viele Pfleger und Ärzte, also Ärzte, ja, die kommen bei uns sowieso alle aus Deutschland. Fast alle. Aber die verdienen das Geld hier in der Schweiz. Dass man halt einfach auch in der Schweiz Arzt werden kann. Ich hatte es damals vor 20 Jahren schon sehr schwer. Und jetzt halt noch schwerer wahrscheinlich. Also ein Lehrling für Arzt oder so hat es jetzt noch schwieriger. Und so weiter, dass das einfach wieder ein bisschen ausgeglichen ist. Oder dass die Schweizer auch eine Chance haben in unserem eigenen Land. Oder die Arbeit nicht nur irgendjemand anders gehört, sondern auch uns. In Deutschland wahrscheinlich das genau gleiche. In Deutschland gab es ja vor, also mit Hitler, ja, diese Arbeitspartei, wo, wie hieß sie schon wieder, ja, eben das, was Hitler hatte. Und er wollte auch nicht mehr, dass halt so viele Ausländer die Berufe wegnehmen der Deutschen. Und das ist jetzt gerade in der Schweiz so. Also die Schweiz könnte bald irgendwann mal einen Hitler bekommen. Und das machen wir, oder? Keine Ahnung. Wir müssen improvisieren. Aber das ist ja nicht so ein Schlimmes. Also, es ist ja nicht so schlimm. Es gibt andere Sachen, also andere Länder, die es viel schlimmer haben. Ja, das ist jetzt einfach ein Beispiel, oder? Dass ich. Eigentlich, ja. Ich habe einen deutschen Arzt. Aber ich hätte gerne auch mal wieder einen Schweizer Arzt nach 4 oder 5. Endlich mal wieder ein Schweizer Arzt. Es ist ja immerhin die Schweiz und nicht Deutschland. Dann gibt es halt wirklich Sachen, Berufe in der Schweiz, wo andere Länder immer die Nase vorne haben. Und ich sehe ganz viele Schweizer, die einfach sagen, ich möchte den Beruf haben, aber ich kann nicht. Ziemlich gut irgendwie. Ich will aber keinen Job dabei machen. Ja, ich lasse es. Ich sollte nicht alles mitnehmen, gell? Ja. Also fangen wir an. Ah, noch ein Level machen, genau. So. Ja, es ist schwierig. Der Mensch macht sich das Leben auch schwierig. Der Mensch wird immer mehr, er muss immer mehr kontrollieren.
die Menschen denken, ja, sie können viel machen, machen aber wahrscheinlich eher viel falsch oder so, je nachdem. Elementarschaden über Zeit in Dingex sollte sehr schön. Ja, ich für manche Bits, zum Beispiel der letzte da, der Ringer. Sinterstrike Marksman. Jo, Dragonsong. Und diese Köder da. Genau. Ich freue mich einfach im Spiel wieder vorwärts zu kommen. Also ich bin jetzt schon ziemlich vorwärts gekommen mit diesem Charakter wieder. Klar, die Items sind noch nicht so viel besser. Aber immerhin sind wir jetzt schon eigentlich bei der Hälfte. Or empowered, genau. Aber das geht noch einige Zeit. Ich muss ja auch den Boss da wieder erledigen mit den drei Lasern. Die anderen Bosse sind kein Problem. Die mache ich aber noch nicht. Also vor allem Lagon mache ich noch nicht. Ich mache mit Empowered Monolithen, wo ich glaube ich zuerst den Dark Black, der Dark Sun mache. Oder der, nein, der Links muss ich machen. Fall of the Empire, glaube ich. Den muss ich machen. Empowered. Weil diese Relay, die droppt dann so ein, jo, eine Götze. Jo. Und wenn wir die haben, können wir, also wenn wir die gut haben, können wir die, dann die anderen Empowered Monolithen machen. Bin mal gespannt. Also der Build ist jetzt schon wirklich stark. Der wird schon ziemlich alles schaffen bis Empowered. Bei Empowered kommt es auf den Schaden drauf an. Denke schon. Und ja, wir können ja dann irgendwann mal das andere Amulett dann benutzen. Und dann natürlich noch mehr Freeze Rate und auch Schaden machen. Noch mehr Schaden machen. Und so weiter. Also es wird sicher gut gehen, mit dem Build alleine richtig weit zu kommen. Aber ich kann mir jetzt noch nicht so vorstellen, was für Maximum. Corruption. Das könnt ihr gerne mir sagen, wenn ihr das eher einschätzen könnt. Wenn ihr den Bild auch kennt, oder? Also tragen durch den Gegner noch nicht. Wegen ein paar, fünf mehr Dienische an sich nicht. Muss ich noch etwas anderes finden, was ist das sind unsere, beziehungsweise die Verbündeten. So. Also da die zwei, die werden wir locker besiegen, aber da das eine Angriff, der wird natürlich schon ziemlich reinhauen von Magier. Und der nächste Boss ist ja dieser eine Void-Boss. Oder ist das Ding leeren Boss? Nein. Das mache ich. Nein, das mache ich jetzt. Ich gehe sonst immer unten durch. Und jetzt eigentlich auch wieder unten durchgehen. Aber hier ist ein Schrein. Oh, schön, wie der in die Luft fliegt. Ja, also die Minions bekommen Frozen Venegans. Deutsch heißt es. Muss ich kurz schauen. Und dadurch werden sie schneller und deshalb frieren sie auch die Gegner konstant ein. Das war hier bei ganz vielen Gegnern natürlich schön anzusehen. Ich will die jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit folgen. Kommen wir ja nicht vorwärts. Ich will ja hier kurz noch hingehen. Und eben in der Politik ist es halt so, bist du zu viel, dann auf einer Richtung haben die anderen ein Problem und greifen dich an, beziehungsweise also wörtlich oder so. Du kannst irgendwie nicht dich frei äußern, oder?
Ich habe mich jetzt ein bisschen frei geäußert, habe gesagt, ja, es muss nicht immer ein Beruf nur aus einem Land die Arbeiter sein, oder es können ja auch mal Schweizer sein oder Österreicher oder Franzosen. Die Vielfältigkeit stimmt halt nicht mehr so ganz, da die Schweiz hat auch sehr viele Flüchtlinge ständig aufnimmt und trotzdem schon extremst platzt. Wir halt immer nur kleine Regionen haben, die viele Leute aufnehmen können und die anderen sind irgendwo in den Bergen oder so, in der freien Natur und können dann nichts mehr aufnehmen. Das ist die große Sache und deshalb bin ich schon ein bisschen gerne mehr rechts. Aber ich liebe halt auch ziemlich Ausländer, wenn sie halt nicht übertrieben sind, oder? Also ich bin eigentlich einer, der beide Richtungen gerne unterstützt, aber keiner angehören will. Weil ich eben, ja, ich kann ja auch das nicht irgendwie prononcieren. Geht nicht. Aber wenn ich jetzt schon den fünften Arzt habe, der aus Deutschland kommt, dann frage ich mich eben schon mal, muss jetzt das unbedingt sein? Ich kenne nämlich viele, die auch Ärzte sehen und die sind dann irgendwo in einer Großstadt, in einem riesen Krankenhaus und haben ihren Stress. Oder wie bei uns in der Nähe einer, der wirklich gar nichts verdient mehr als Arzt, als Hausarzt. Oder sie kommen aus irgendeinem ganz, ganz armen asiatischen Land. Und die verstehe ich auch selber nicht so gut. Die eine, die ich habe fürs Diabetes, also Endokrinologin, die kommt, glaube ich, aus Vietnam. Und die muss zuerst mal noch Deutsch lernen. Also sie hat schon Schwierigkeiten, überhaupt etwas zu sagen und so Sachen. Es ist trotzdem halt, ja, glaube ich, muss so langsam ein bisschen kurz runterstellen. Es ist immer so schubweise, Pilz muss zu fest gekühlt werden. Okay, es geht wieder besser. Nicht, dass es plötzlich Black Screen gibt und die Aufnahme kaputt ist. Boah. Ist noch einer. Mit einfach so. Da ist. Aha. Die muss noch versiegt werden. So. Schön. Seelenkäfige. Okay, ich habe einen Crash. Aber ist die Mission fertig? Ich frage mich, wer hat diese Technik gemacht? Voll Dulli. Der heißt, der Bauch hat leider Schwierigkeiten. Komm, wir warten noch 20 Minuten. Ja, sonst beende ich die Dinge. Also wenn ich jetzt nicht reinkomme, wenn jetzt wieder ein Crash ist beim Charakter starten. Dann, ja. Muss ich ja die Aufnahme einfach so beenden. Okay, sehr, sehr gut. Ich hoffe, es ladet. Es kann ganz selten auch mal passieren, dass man einfach unendlich lädt in diesem Screen. Gut. Immerhin, also schauen wir, ob das geklappt hat mit dem Weiterkommen. Die Eingabeantwortung verteilen. Ja, okay, dann machen wir noch den Bus. Sehr schön. Ich mag ja den Bus. Also der andere ist ja kein Boss, aber ist auch da. Der stirbt zu schnell. So. Also schauen wir mal, ob der als Boss gekennzeichnet ist. Ist der als Boss gekennzeichnet, aber der stirbt zu schnell? Okay.
Bosse haben eigentlich Großbuchstaben und sind größer, dicker. Ja, wo bist du jetzt da drüben? Das ist natürlich sonst dich zuerst. Genau, dieser Angriff hier macht halt schon manchmal ein bisschen zu viel Schaden bei nicht so zähen Charakteren. Man ist ein bisschen zu sehr eingeschränkt. Also ich muss sagen, das Spiel hat wirklich die Bosse völlig getrieben dargestellt. Macht nicht so viel Spaß manchmal. Man muss ein bisschen zu stark sein, um Bosse wirklich gut erledigen zu können. Oder eben nicht Bugs wie vorletzten Part zu haben. Und dann dreimal Schaden bekommen. Jo, aber der Boss ist jetzt wirklich ganz easy. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen, weil ich nicht so gut durchlaufen konnte. Wo gehst du hin? Oh nein, der Spriggan ungelevelt ist gestorben. Jetzt fühle ich mich ganz, ganz, ganz schwach. Zeig mir auch wenigstens den Ding an. Ja, okay, ich weiß ihn jetzt. Der HP-Stand. So, wunderbar. Dankeschön fürs Zusehen im nächsten Monolithen. Ja. Sehen wir uns wieder. Wir schauen kurz hin. Die Leute gehen schlafen langsam. Ich gehe auch bald schlafen. Oh. Ja, ich freue mich, wenn einfach Last Epoch weiterentwickelt wird. Also weiter einfach Update bekommt. Dieses Hauptupdate. Version 1.0, also Vollversion. Aber ich habe immer ein bisschen Bedenken, dass alles fertig ist. Also Bugs und so Sachen weg sind und so. Es kann alles passieren. Es kann besser werden, es kann schlechter werden natürlich. Aber auf jeden Fall bin ich dann wieder gigantisch gut motiviert und ich habe hier gelbe Latenz. Jetzt langsam nicht mehr. 0 MS. Ist wahrscheinlich wegen dem Ladebildschirm. So, also gehen wir hier rüber. Und halt in die andere Richtung. Ah, sind wir schon oben? Ah, das haben wir schon freigespielt. Okay, wir sind schon oben. Nein, das ist das hier. Wieso kann ich jetzt hier nicht rüber? Hä, was ist hier? Das ist fast verwachsen, das echt. Wieso kann ich jetzt nicht rüber? Weil ich den Boss nochmal erledigen muss? Habe ich den Boss nicht richtig erledigt? Dann machen wir ihn halt nochmal. Ich habe doch ein grünes Portal gehabt, oder? Ist doch egal. Wahrscheinlich muss man auch irgendwas klicken oben. Aber machen wir einfach. Ich habe jetzt echt nicht geschaut. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Das ist eine Frechheit. Eigentlich muss der Boss ja... Ah ja, ich habe ja gar kein Ding ausgewählt. Stimmt. Okay, machen wir nochmal kurz. Das geht ja so schnell. Wenn man den Boss einfach nicht richtig Ding und das Spiel einfach nicht merkt, dass man eigentlich den Boss besiegt hat. Ja, es ist schon nicht so gut gemacht. Stimmt. Wenn man halt wirklich nicht sehen kann, ob man jetzt fertig ist oder nicht. Es ist schon Ewigkeiten so, dass man einfach zuerst nachschauen sollte, ob das wirklich schon fertig ist. Aber gut, ich wollte eigentlich nur vorwärts machen. Ich bin wütend auf dich, dass ich dich zweimal besiegen muss. Besser. Hä? Was ist das wieder für ein Bug? Ich habe in die andere Richtung gezielt. Ich müsste nach oben rennen, aber ich bin nach unten gerannt irgendwie. So, wie viel Leben hast du jetzt? Ich glaube, das ist einer der verbuggtesten Bosskämpfe. Ich bin jetzt, habe jetzt auch wieder Schaden bekommen, wo nichts war. Die Wolke ein bisschen entfernt war. Also setzt du jetzt eigentlich überhaupt Wolken ein, was der vorher noch nicht. Ja, man muss wirklich da oben noch irgendwas anklicken. Was sind das für blöde Entwickler? So langsam bin ich ein bisschen wütend. Man muss wirklich noch mit dem reden. Z
Zweihandschwert, schade. Ich nehme Speer. So, nichts für uns. Aber wieso müssen wir den noch anreden? Ich habe ihn doch befreit. Ah, also befreit. Ich habe einfach den Boss erledigt und jemand anders hätte den noch aufmachen können. Das geht in das, ja, Käfig. Aber nein, ich muss ihn natürlich nochmals besiegen. Und ihr wisst ja, wie Bosse manchmal nervig sind. Nein, egal. Ja, da muss noch ein bisschen verbessert werden, hä? So. Nach vielen Stunden ist man einfach nur noch irgendwie das Negative wirklich am Bemerken. Wenn man natürlich auch ein bisschen mehr Gas gibt und frustrierter ist, oder dass es so lange geht. Aber okay. Es macht Spaß, immerhin. Nur kann einfach manchmal sein, dass man irgendwas falsch macht und weil das halt dann immer resettet wird und ständig irgendwie neu geladen wird, wenn man halt das Portal, das Gebiet verlässt und so, ist es halt so nervig. Aber das wird wahrscheinlich mit 1.0 dann behoben sein. Endlich mal nach 3-4 Jahren. Boah, bin ich glücklich. Na gut. Gut, dann tschüss zusammen und ja, ich mache natürlich weiter, solange ich kann, wenn ich mal nicht hochlade, dann bin ich einfach irgendwie nicht gesund, gell? Vielleicht auch im Krankenhaus oder am Umziehen endlich. Und ja, jetzt dann mit dem einen Server bin ich natürlich wieder besser erreichbar. Wenn ihr also fragt, wo ich bin oder was ich gerade mache, dann am besten Discord. Und ja, der Link, was unten ist, der führt halt, weiß gar nicht, zu welchem Kanal. Und der führt, ja, der führt von Leon erstellt, der Kanal, genau. Und dort sehe ich ja dann, ja, wenn ihr gepostet habt. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und ja, die Pflege mit einem Kanal kann ich ja dann auch machen, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Dankeschön und ja, tschüss.